Der SSV Reutlingen wird Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Archelau. Hallo und willkommen zum ersten Sportmagazin im September. Fußball, Oberliga Baden-Württemberg, unser Thema oberes Tabellendrittel, der dritte gegen den sechsten oder der Sport- und Schwimmverein Reutlingen von 1905 gegen den Sport- und Gesangsverein Freiberg 2010, wenn man so will. Ja, zwei Siege und ein Remis, so die Startbilanz der 05er, zuletzt das 1:0 in Backnang. Da gab es jedoch auch eine unschöne Szene eines SSV-Fans gegen einen TSG-Spieler. Backnang hat Protest eingelegt, dazu in der Pause mehr. Der SGV Freiberg reiste mit 4 Punkten im Gepäck aus den ersten 3 Partien an. Co-Trainer Volker Volle-Krimminger macht die Jungs in Rot schon mal heiß. Wer dann die besseren Fußballer sind, die Schwimmer oder die Sänger, sehen Sie gleich. Zuvor jedoch eine Einschätzung von SSV-Chefcoach Theodor Ruß, zunächst zum Gegner. Sie haben unglaublich viel Qualität, sehr, sehr gute Einzelspieler. Wenn ich jetzt einen Kutlu sehe oder einen Zöckler, Maxi Rohre hält die Defensive auch gut. Das ist eine Mannschaft, sie sind immer in der Lage, aus einer einzelnen Aktion ein Tor zu machen. Deswegen müssen wir dann höllisch aufpassen. Wir brauchen dann Zugriff. Wir müssen dann, wenn wir dann vorne anlaufen, einfach mal den Ball erobern. Ansonsten sind wir gezwungen, dann hinterher zu laufen. Ja, ihr seid sehr gut in die Runde gestartet. Von 9 möglichen Punkten 7 geholt. Jetzt in Backnang auswärts gewonnen. Ist das schon ein richtungsweisendes Spiel? Ah, nicht unbedingt. Eins ist aber klar, dass wir gewinnen wollen und dann müssen wir alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen. Wir können auch mit einem Unentschieden zufrieden sein. Also dafür müssen wir schon einiges tun. Die Hausherren nur auf einer Position verändert gegenüber dem Auswärtssieg in Backnang. Für Dominik Sessa durfte Onesi Kuengienda von Beginn an ran. Knapp 1000 Zuschauer an der Kreuzeiche mit dabei und die sahen bereits nach wenigen Minuten den ersten Abschluss. Kapitän Pierre Eiberger. Der war auch an der nächsten Szene beteiligt und wie in 9. Spielminute, klasse Ball in den Lauf von Kuengienda, SGV-Goalie Pascal Nagler mit einem Ausflug ins Leere und der Ex-Freiberger Kuengienda bleibt eiskalt. Der SSV mit der frühen Führung, da hat sich die Aufstellung von Kuengienda gleich mal bezahlt gemacht. Nach einer guten Viertelstunde mal die Gäste, Auftaktniederlage zu Hause gegen Ravensburg, dann folgte ein 3:0 Erfolg beim FC Villingen und zuletzt ein 1:1 gegen den SV Spielberg. Der Ball kommt zu Thomas Gentner mit der 3, der mit der Flanke und in der Mitte steigt der Ex-Reutlinger Maximilian Rohr hoch. Der gewinnt das Duell mit SSV-Keeper Milan Jurkovic, doch der Ball geht vorbei. Dann aber wieder die Hausherren. Kuengienda behauptet die Kugel im Zweikampf mit Gästekapitän und Ex-Reutlinger Steven Kröner. Zurück zu Eiberger, der streut wieder einen Traumpass ein. Raphael Schneider allein vor Nagel, doch der Assistent hat die Fahne oben abseits. Da schauen wir nochmal hin, ziemlich sicher nicht. Das wäre wohl das sichere 2:0 gewesen. Videobeweis gibt's in der Oberliga nicht, aber ob der geholfen hätte, naja. Flotte Partie, jetzt mal wieder die Blau-Weißen mit David Müller, der schickte Marcel Söckler, doch Philipp Milicic und dann Ruben Reisig bereinigen die Situation. Milicic hat ja ebenso wie der derzeit verletzte Yannick Schramm seinen Vertrag, wie vermeldet, vorzeitig verlängert. Szene läuft unterdessen weiter, die Roten gleich wieder im Vorwärtsgang und erneut ist es Eiberger, der mit viel Elan in der zentralen Position agierte. 3 Kollegen sind mitgelaufen, aber er versucht es selbst, keine gute Entscheidung. Eine Zeigerumdrehung später, andere Seite, wie von Ruß eingangs erwähnt, die haben schon ein paar gute Kicker, keine Frage, wieder geht's über Gentner und Hakan Kutlu, aber Milicic aufmerksam. 26. Minute, wieder Milicic. Wie gesagt, 2 weitere Jahre bleibt der Fußballer mit Herz, so der sportliche Leiter Giuseppe Ricciardi, an der Kreuzeiche. Dann kommt der Ball zu Schneider, faul. Schneider führt sofort selbst aus. Das ging für Freiberg zu schnell, für uns fast auch. Nicht aber für Christian Sanchez Gil. Der luftet den Ball von der 16er Linie über Nagel hinweg ins Netz. Super Aktion von beiden, Schneider gedankenschnell und Sanchez Gil bleibt cool.
Nach seinem Doppelpack beim 3:0 gegen den SV Links ist der Neuzugang vom FC Villingen also erneut erfolgreich. Ja, der ist richtig gut drauf, der 25-jährige Spanier Christian Sanchez Gil, stark, SSV 2, SGV 0. Die Gäste versuchten es dennoch weiter. Der Ball lief phasenweise gut durch die Reihen. Jurkovic geht hier auf Nummer sicher und klärt zur Ecke. Die brachte aber nichts ein. Stolzes Programm für die 05er derzeit. Fast immer im Dreitagesrhythmus. Parallel läuft ja auch der WFV-Pokal. Am Mittwoch geht's nach Ravensburg, am Samstag kommt Villingen und am 12. September steht das Pokalspiel in Rottweil an. Wieder eine schöne Kombination. Am Ende Marco Di Picari auf Marcel Aftic. Doch wieder abseits gepfiffen. Niemals, notierte Kollege Frank Fauser zu Recht. Trainer Theo Ruß, dessen Vertrag ja ebenfalls vorzeitig verlängert wurde, musste übrigens neben Schramm auch auf Niang, Vogler und Schiffel verzichten, aber seine Jungs weiter mit einem starken Auftritt, das galt auch für die Defensive. Luca Wörle mit starkem Tackling, der Einsatz stimmte bei allen. Letzte Aktion vor der Pause, Dennis Lübke, dann Sanchez Gil und Aftic. Und auch hier wird der absolute Wille belohnt, der Ball schien schon weg, aber Aftic unermüdlich. Pischorn dann zur Ecke. Da gab's Lob vom Captain, die Ecke brachte zwar nichts mehr ein, doch nach 45 Minuten führte der SSV völlig verdient mit 2:0 gegen den SGV Freiberg. Applaus von den Rängen und Frank Fauser traf den SSV-Präsidenten Dr. Carsten Ammann. Der SSV hängt sich voll rein, klasse erste Hälfte und auch völlig verdient das 2:0. Ja, ich finde, das ist ein richtig super Spiel von unserer Mannschaft. Also im Grunde alle 11 sind total abgeklärt und bieten eine sehr disziplinierte Leistung und haben eigentlich Freiberg kaum eine Chance gelassen bisher. Das 2:0 ist hochverdient, könnte sogar noch höher ausfallen. Ja, und Freiberg sicherlich eine Mannschaft mit sehr viel Qualität. Die haben viel vor in dieser Saison, also keine Laufkundschaft. Absolut, das ist wirklich ein hochklassiges Oberligaspiel. Wir sind jetzt in den ersten 3 Spielen schon gut in die Saison gestartet und wenn das jetzt auch noch so gut weiterläuft in der zweiten Halbzeit, dann sind wir richtig super drauf, muss man sagen. Können wir uns oben auch ein Stück weit festsetzen. Der SSV im Flow? So ist es. Also besser hätten wir es uns eigentlich nicht vorstellen können. Wir freuen uns sehr drüber, aber wir wollen jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben. Die zweite Halbzeit kommt noch. Danach haben wir ein tolles Fanfest noch. Hoffentlich haben wir was zu feiern. Wir wollen, apropos Fans, noch ein bisschen zu diesem Backnerner Spiel zurückschauen. Diese unleidige Situation mit der Ohrfeige. Wir dürfen davon ausgehen, dass es zumindest vom Punktekonto her nicht gegen den SSV gewertet wird. Ich will jetzt über die Sanktion nicht spekulieren, über die dann das Schiedsgericht beim BFV zu entscheiden hat. Ich kann generell sagen, dass wir uns sehr ärgern über diesen Vorfall, dass wir ihn auch verurteilen, zumal wir uns ja in der Initiative dafür stark gemacht haben, ein Stück weit auch anders mit den Fans umzugehen als in der Vergangenheit, da die letzten Jahre eigentlich gut gelaufen sind bei den Auswärtsspielen. Wir haben das gemeinsam aufgearbeitet, sind in intensiven Kontakt mit dem Verband und mit der Polizei, auch mit den Fans und wir tun, was wir können, damit das so glimpflich wie möglich ausgeht. Ja, und genau zu diesem Unzeitpunkt muss man ja sagen, du hast es erwähnt, ihr seid in intensiven Gesprächen, die Fans wurden zum Teil völlig überhart sanktioniert, das muss man ja auch mal sehen und dann passiert sowas, gibt's ja nicht. Ja, das sind wir auch sauer, dass es passiert ist, gerade nach dem Schreiben. Ich glaube, die Fans sind auf diejenigen, die da an vorderster Front das in Backnang gemacht haben, auch ein Stück weit sauer. Und ja, es hilft nur, das jetzt aufzuarbeiten und Vertrauen wieder zurückzugewinnen gegenüber Verband, gegenüber Polizei, gegenüber den anderen Oberligamannschaften, sodass die restlichen Auswärtsspiele in der Saison dann besser verlaufen und wir nicht über die Geschehnisse neben dem Platz diskutieren, sondern über erfolgreiche SSV-Spiele. Hinein in Durchgang 2. Gästecoach Ramon Germann brachte Fossi und Schlimgen für Fausel und Gartner. Der SGV hatte die erste Möglichkeit. Schöner Schuss von Kröner, das war knapp.
Dann aber wieder die Reutlinger über Sanchez Gil, Körner mit dem Bock, Aftic klasse mit der Hacke in den Lauf zu Schneider, doch Körner bügelt seinen Schnitzer wieder aus. Viele Torszenen, 3 Minuten später wieder die Gäste, der eingewechselte Fossi zieht ab, Jurkovic taucht ab und vereitelt auch die Nachschusschance von Söckler, Doppelparade, Milan, Jurkovic, jawoll. Die Ecke verpuffte, wenig später ersetzte beim SSV Göktan Gümüşsu Marcel Aftic. Knappe Stunde rum, Milicic wieder mal mit guter Grätsche und so spielt man von hinten raus. Erst Kuegenda zu Eiberger, der in den Lauf von Schneider und der behält die Übersicht. Ablage zu Eiberger und der hält drauf, aber Nagel pariert glänzend. Schöner Schuss, starke Parade. Die darauffolgende Ecke tritt wieder der Captain, reißt sich dann mit dem Kopfball, wieder ist Nagel zur Stelle, der Ball aber noch heiß. Eiberger versucht es aufs kurze Eck, aber Nagel wieder mit starkem Reflex. Wenig später auch bei einem Versuch von Sanchez Gil, danach hatte auch Eiberger noch eine gute Gelegenheit. Es ging jetzt im Minutentakt. Wieder die beiden im Mittelpunkt, Eiberger zu Sanchez Gil, der versetzt Pischon und lässt Nagel keine Chance. 63. Minute, der SSV erhöht auf 3:0. 10 Minuten später brachte Ruß noch Sessa und Schweiger für Lübke und Schneider. Wir sind in der Schlussphase. Der SSV hatte alles im Griff. Der SGV nur noch selten mit Torszenen. Die beste hatte hier Hakan Kutlu, schöner Schlenzer, aber knapp vorbei. So, 86. Minute zurücklehnen und genießen. Was für ein Bilderbuchangriff und Christian Sanchez Gil mit seiner dritten Kiste, der Torero aus Pamplona, würde der Boulevard wohl titeln. Super Vorarbeit von Sessa und Kuegenda. 5. Saisontor von Sanchez Gil, dazu traf er bereits 5-mal im Pokal. Wir sprechen ihn übrigens so aus wie Kollege und Stadionsprecher Wolfgang Gattiker. Dann war Feierabend. Der SSV Reutlingen schlägt den SGV Freiberg nach einer klasse Vorstellung mit 4:0 und hat nun ebenso wie der Balinger SC und der FSV Bissingen 10 Punkte nach 4 Partien. Und das bei einem Torverhältnis von 9:1. Ja, und das bedeutet Rang 2 hinter dem Balinger SC. Wir ziehen den Hut, Riesenjubel natürlich im weiten Rund und Frank Fauser sammelte danach die Stimmen. Gratulation zunächst mal zu einer starken Leistung der gesamten Mannschaft, von dir auch, hochverdienter Sieg. Sicher auch so, ganz klar. Ganz klar, wir haben es ja ganz gut dominiert, haben kurz in der zweiten Halbzeit ein bisschen geschwächelt, 20 Minuten Schwächephase, haben es nochmal gerafft, sind zusammengekommen und haben dann das gut runtergespielt. Ich denke auch ganz gut verdient, hätten noch mehr machen können, aber so ist ganz okay. Ich würde fast schon sagen, Kantersieg, oder? Ja, das kann man so sagen, also 4-0 ist schon deutlich und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass heute irgendwas anderes. Ja, also 4-0 war ganz verdient, würde ich sagen. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir nicht können. Das kannst du nur wiederholen und einfach bodenständig bleiben, weil alles andere bringt gar nichts. Jetzt hier die Jungs sollen sich feiern und alles, aber trotzdem auch rechtzeitig dann wieder mal kurz am Schlawittchen ziehen, damit alles wieder in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Es war eine Wahnsinnsleistung heute. Wir hätten vielleicht sogar noch einen Tick höher gewinnen können, aber 4-0 war in Ordnung. Was wir für eine Mannschaftsleistung heute auf den Platz gelegt haben, war echt sensationell. Also ein Lob an die ganze Mannschaft. Es war echt klasse, von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Jeder, wo reingekommen ist, wenn wir so weitermachen, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich weiß, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben, dass wir nach und nach alles unter Kontrolle gehabt haben. Wir haben die Tore auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht und das ist das, was uns dann auch glücklich macht. Wir wollten auch die 3 Punkte hier behalten und das haben wir auch geschafft. Die Art und Weise war schon beeindruckend. Ja, sehe ich genauso. Also war von der ersten Minute ging unser Matchplan auf. So hat alles funktioniert. Wir wollten denen ein bisschen mehr Ballbesitz lassen, dass die Räume aufgehen. Hat funktioniert. Die Mannschaft zieht komplett durch, zieht komplett mit. Jetzt geht es nach Ravensburg, auch eine schwere Auswärtshürde. Natürlich, die nächsten drei Spiele inklusive dem heute sind 3 wirkliche Kracher mit Freiberg, Ravensburg, Villingen. Deswegen war es jetzt wichtig, dass wir das heute gemeistert haben. Schauen wir in Ravensburg nicht verlieren und dann nächste Woche zu Hause gegen Villingen und dann sind wir auf Kurs.
Vom SGV wollte sich übrigens keiner äußern. Der SSV spielt nun bereits am Mittwoch beim Tabellenvierten beim FV Ravensburg und am Samstag ist dann, wie gesagt, der FC Villingen zu Gast. Mehr zum SSV dann noch in dieser Woche. Das war's aus dem Kreuzeiche-Stadion. An gleicher Stelle schlug dann einen Tag später die TSG Balingen in der Regionalliga den ersten FC Saarbrücken. Wir sagen Tschüss, kommen Sie gut in die Woche und bis dahin. Der SSV Reutlingen wurde Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Frohnstetten-Eichelau.